Also, ich hatte gesagt, wir haben eine Menge Konflikte momentan, gerade in der Energiepolitik und insbesondere auch ums EEG. Und deshalb wollte ich mal ein paar dieser Konfliktlinien euch mal deutlich machen und habe das auch mit PowerPoint gemacht, weil ich denke, das ist immer so, ich hoffe, ihr könnt es alle sehen. Ist das, könnt, ja, halbwegs, ja. Ich erkläre es auch noch mal ein bisschen. Und deshalb ist es, glaube ich, mit den Grafiken sehr viel einfacher. Also das ist hier die Entwicklung des EEG. Hier geht sie nur bis 2011. Da hatte sie 20% erreicht. 2012, die ersten 6 Monate, könntet ihr hier sogar noch weiter verfolgen auf 25% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Und hier seht ihr die Wasserkraft, die ist praktisch immer gleich geblieben, sogar leicht gesunken. Das ist hier die Windkraft auf dem Land. Windkraft auf dem Wasser haben wir ja noch nicht. Das ist die Biomasse und das die Photovoltaik. Und man kann hier auch schon sehen, also auch die Photovoltaik wird hier nochmal ordentlich zuwachsen, dass jetzt momentan ein sehr großer Zuwachs auch bei der Photovoltaik ist. Und man sieht sehr deutlich, das richtig abgegangen ist, ist eigentlich erst nach dem EEG. Es hat vorher ja so einen Vorläufer gegeben, darauf beruft sich immer die CDU. Aber das hat nicht wirklich was bewirkt, wenn man bedenkt, dass die Wasserkraft schon immer da war, ist da sonst nicht mehr viel dazugekommen. Ja? Also richtig abgegangen ist es eigentlich durch uns, durch das EEG. Weil wir damals gesagt haben, Ausstieg aus Atomkraft, dann brauchen wir eine zweite Seite der Medaille, Einstieg in die Erneuerbaren und das war dann das EEG. So, und da gibt es im Prinzip 2 wesentliche Punkte beim EEG, die zu beachten sind. Das ist der erste Punkt, ist der Vorrang der Einspeisung. Das heißt, der Strom, der von diesen Anlagen produziert wird, muss von den Netzbetreibern auch abgenommen werden. Gibt es trotzdem manchmal noch Probleme, habt ihr vor Ort ja auch öfter gehört, aber das ist eine der Säulen. Und die zweite Säule ist, dass man festlegt, wie viel diese Anlagen bekommen für ihren Strom und zwar für die nächsten 20 Jahre. So, anders als bei der Steinkohle machen wir es aber so, dass wir dieses EEG immer updaten und dass wir diesen Tarif, den Einspeisetarif, immer absenken, weil wir einfach sagen, es gibt eine technische Innovation, die Anlagen werden immer billiger und deshalb wird der Strom, den Sie bekommen, je nachdem, wann die Anlage ans Netz geht, immer der Preis immer geringer. Ja? So, das EEG ist wirklich ein Exportschlager. Wir haben das hier eingeführt, einige haben es wirklich genau übernommen, andere haben das Quotenmodell übernommen. Das funktioniert aber so schlecht, dass Großbritannien sich jetzt auch entschieden hat, von diesem Quotenmodell wieder abzugehen und auch so ein Einspeisemodell zu machen. Also dabei in Großbritannien ist es zum Beispiel so, das ist deshalb wichtig, weil die FDP jetzt immer mit ihrem Quotenmodell kommt. Es ist so, dass die mit ihrem Quotenmodell fast ungefähr doppelt so viel zahlen für die Windkraft auf dem Land und viel weniger installiert ist. Und das, was installiert ist, ist in der Regel auch von großen Industriekonzernen installiert und nicht, ich sag mal, wie bei uns, von vielen Einzelpersonen. Ja? Also in jeder Hinsicht ein schlechtes Modell, dieses Quotenmodell. Ja, ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig, weil aus meiner Sicht ist fast das Entscheidende am EEG, über diese energiepolitische Wirkung der demokratiepolitische Aspekt. Wir haben nämlich mit dem EEG haben wir die Produktion der Energie von den 4 großen Monopolisten, haben wir eine Alternative geschaffen, nämlich weg von den 4 großen Monopolisten hin in Bürgerhand. Also wir geben die Möglichkeit mit dem EEG, dass die Bürgerinnen und Bürger selber Strom produzieren können. So, und das ist, ist natürlich eine, man kann schon sagen, Revolution, denn die Energie ist das Wichtigste für ein Industrieland. Ja? Also die Energie muss da sein, ist auch die Grundlage, ich sag mal, von Reichtum und Wohlstand an vielen Punkten. Und dazu sagen, das wollen wir in die Hand der Bevölkerung legen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier die Entwicklung der Energiegenossenschaften macht das auch deutlich. Das ist unglaublich angestiegen. Man muss nur sehen, dass wir in NRW da relativ wenig haben, nur 68, in Bayern zum Beispiel 151 oder in Baden-Württemberg 107. Wir sind natürlich sehr zentral strukturiert hier in Nordrhein-Westfalen. Wir sind immer noch sehr verhaftet dieser Tradition, wo man eigentlich immer auf die großen Kraftwerke setzt. Und das macht es für uns immer schwieriger,
eben solche Energiegenossenschaften oder sowas an diesem Punkt auch zu gründen. Das fällt gerade südlichen Ländern da ein bisschen einfacher. Ja, also, aber das ist natürlich ein Anreiz, den wir hier auch überlegen können. Wie können wir eigentlich es schaffen, dass mehr Energiegenossenschaften eben auch entstehen und da mehr Leute auch was davon wirklich haben? So, und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Grafik. Wer profitiert von den erneuerbaren Energien? Ihr seht, einige sind ein bisschen englisch, weil ich viele Vorträge im Ausland halte, aber ich erkläre das ja, was das alles heißen soll. Und ihr könnt es ja auch alle übersetzen und lesen. Also 40% sind Individuen, also sind Einzelpersonen, die davon profitieren, von dem Markt der Erneuerbaren. Danach ist schon die große Gruppe der Pharma. Also wir haben auch 11% der Investitionen kommen von Bauern. Ja? Also das heißt, ich habe ja den Bauern damals gesagt, ihr werdet die Ölscheiß des 21. Jahrhunderts oder Energiewirte. Und damals haben sie ja gelacht, aber heute, wenn ich sie treffe, sagen sie mal, ja, Frau Höhn, Sie hatten recht. Ja? Und ich kenne sehr viele, die mittlerweile sagen, wir müssen uns über die steigenden und schwankenden Ernährungspreise nicht mehr Gedanken machen. Wir haben unser Einkommen, stabiles Einkommen durch die erneuerbaren Energien. Und ich werde jetzt im September auch nochmal nach Paris fahren. Die haben mich eingeladen zu einem Vortrag, weil genau dieser Aspekt, ja, die Bauern sind weniger abhängig von diesen volatilen Getreidepreisen oder anderen Preisen von den Produkten, die sie da haben, der interessiert natürlich auch Frankreich. Und Frankreich ist ja weit hinterher, weil sie als Atomstaat eben diese Möglichkeit für ihre Bauern nicht haben. Ja? So, wir haben aber auch Projektplaner eine Menge, wir haben aber auch regionale zum Beispiel, die daran profitieren. Und eigentlich am wenigsten wirklich Banken. Und die Banken, die da sind, sind sehr oft eben auch sogar Volks- und Raiffeisenbanken. Also im ländlichen Raum, Stadtsparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken. Also von daher haben wir eine sehr, sehr gute Struktur von klein strukturierten Unternehmen, die daran wirklich profitieren und nicht von den großen. Und auch das ist ein Unterschied zu dem Modell, was in Großbritannien momentan ist, weil da profitieren eigentlich nur die Großen. Ja, die Entwicklung der Arbeitsplätze ist wirklich faszinierend. Angefangen haben wir 1998 mit 66.000, die hier beschäftigt waren. 2010 waren es bei 367.000, also 300.000 mehr. Und das Branchenziel ist 2020 500.000. Und wenn man bedenkt, dass wir bei der Energieeffizienz auch noch 250.000 Arbeitsplätze schaffen könnten, dann können wir gerade bei der Energiewende, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, haben wir enorme Möglichkeiten. Jetzt wird ja immer gesagt, ja, aber die Photovoltaik, die geht ja jetzt gerade über die Wupper, ja, oder wird platt gemacht von den besonderen Konditionen, die man in China hat. Auch bei chinesischen Photovoltaikanlagen, die hierher kommen, gibt es noch eine große deutsche Wertschöpfung. Das sind ja auch die Handwerker. Es sind eben auch teilweise Produkte, die von hier nach China kommen, um dort eingebaut zu werden, sodass es unterschiedliche Zahlen gibt. Aber 50-70% dieser Wertschöpfung kommt auch selbst bei chinesischen Modulen hier aus Deutschland. Ja? So, trotzdem haben wir gesagt, die Chinesen müssen ihren Markt, denn die fangen jetzt auch an, nicht nur Photovoltaik zu produzieren, sondern auch ihre Dächer zu tun, auch für uns öffnen. Ja? Weil der Arbeitsanteil, ja, also was sind die Kosten der Arbeit an Photovoltaikanlagen, das ist nur 10-15%, das ist gar nicht so hoch. Wir können da gut weiter im Wettbewerb sein, aber die Chinesen machen momentan eine sehr klare Förderung ihrer Anlagen, weil die natürlich auch den ganzen Markt der Welt besetzen wollen. Die sehen, Photovoltaik wird jetzt abgehen wie ein Döpken und das wollen sie selber natürlich einkassieren. Oder wollen sie die Konkurrenten aus Deutschland, wollen sie vom Markt drängen. Also von daher müsste Angela Merkel da eigentlich wirklich mehr machen, als das, was sie gemacht hat, wo sie dann gesagt hat, ja, wir müssen schon irgendwie gucken, dass wir uns einigen. Ja? Die hätte dem mal gerade an dem Punkt richtig zwischennehmen müssen, ihren chinesischen Gastgeber. Ja, Haushaltsstrompreise, wie setzen die sich zusammen? Wir haben momentan einen Durchschnittspreis von 26,4 Cent pro Kilowattstunde. Da haben wir 14,7 Cent Erzeugung, Transport, Vertrieb, 4,2 Cent Mehrwertsteuer, 3,6 Cent Umlage gemäß EEG, 1,8 Cent Konzessionsabgabe und 2,1 Cent Stromsteuer. Das ist diese Ökosteuer. Ja, so. Also das ist die Zusammensetzung. Da ist in der Tat ja ein großer Anteil
eben auch von Steuern oder Konzessionsabgaben. Aber die EEG-Umlage selber macht mit diesen 3,6 Cent nun auch nicht so viel aus bei den 26,4 Cent, dass man immer alles darauf konzentrieren muss. Das ist das Böse, ja? Sondern wir können ja auch mal gucken, wie sind die Strompreise sonst gestiegen. Und das kann man sich jetzt mal angucken. Wie sind die Strompreise gestiegen 2005? Das waren übrigens, da ist die rot-grüne Regierung beendet worden, das will ich auch mal sagen. Also steigende Strompreise haben nicht unbedingt was mit rot-grün zu tun, sondern die sind ja abgegangen wie in Döbken, die Strompreise. Und man sieht nicht gerade, dass der grüne kleine Balken, das ist die EEG-Umlage, die war damals 0,7, ist jetzt auf 3,5 Cent gestiegen in 2011, also eigentlich 3,6 Cent, 3,59. Aber der Strompreis ist von 18,2 Cent auf 26,1 Cent gestiegen. Also das heißt um 8 Cent. Ja? Und davon hat die EEG-Umlage weniger als 3 Cent ausgemacht. Also es ist nicht die EEG-Umlage auch in den letzten Jahren der Preistreiber gewesen, sondern das waren vor allen Dingen immer noch die Monopolgewinne der großen Energiekonzerne, die auch zu diesen hohen Strompreisen geführt haben. Und das war immer ein Punkt, den ich mir mal vorgenommen habe in den letzten Jahren, dass ich mal mit Studien nachgewiesen habe, wie sind auch die hohen Strompreise zustande gekommen, wer hat davon wirklich profitiert. Und man hat gesehen, dass die großen Energiekonzerne, deren Gewinne sind explodiert. Ja, die hatten 2002 hatten die 6 Milliarden und 2010 hatten sie schon 30 Milliarden Gewinne. Und sie hatten natürlich einen Einbruch jetzt durch den Ausstieg aus Atomkraft, das ist schon klar. Ja? Aber das heißt, die haben von diesen steigenden Strompreisen ordentlich profitiert, die Großen. So, das muss man wissen, sind die Verbraucherpreise. Die Preise für die Wirtschaft sind vollkommen andere. Ja? Und die gehen übrigens auch immer weiter auseinander und sind sehr viel niedriger. Upsa, da gehe ich jetzt nochmal zurück. Einen Moment. Da muss ich jetzt so, glaube ich. Ja. So, also die Umlage verteilt sich selber so, da ist schon der größte Anteil momentan Photovoltaik, das ist schon das teuerste. Wissen wir auch, wie die Photovoltaik ist sehr teuer gestartet und deshalb ist der Anteil der EEG-Umlage, der durch die Photovoltaik verursacht wird, sehr groß. Wind onshore ist relativ günstig, hat einen relativ kleinen Bereich dafür, dass es sehr, sehr viel Windkraft onshore gibt. Das ist 2011, 2012, ja. Wobei man sehen muss, obwohl so viel Photovoltaik dazu gebaut worden ist, hat sich der Anteil gar nicht wirklich erhöht, ne? Nur um 1%. Das heißt, wir haben auch was Biomasse mehr dazu bekommen. Windkraft onshore ist am Anteil weniger geworden, weil die wirklich sehr, sehr günstig mittlerweile sind. Und es gibt eben noch so Puffer und so alles Mögliche, was da eingerichtet worden ist, was die EEG-Umlage eben am Marktprämie und sowas alles, was die EEG-Umlage zusätzlich eben auch belastet hat. So, und das finde ich total spannend. Diese und die nächstfolgende Folie sind sehr, sehr spannend. Da seht ihr nämlich, wo der Preis für die Photovoltaik herkommt. 2004 war die Einspeisevergütung für kleine Photovoltaikanlagen auf dem Dach bei 57,4 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist ein Irrwitzpreis. Übrigens haben wir den Clement zu verdanken. Clement wollte unbedingt das Gaskraftwerk in Hürth verhindern und hat gesagt, damit das darf nur genehmigt werden, wenn das eine Effizienz hat von 58% oder 57,5, also 58, das konnte das Kraftwerk nicht erfüllen. Deshalb konnten wir das Gaskraftwerk in Hürth hier, erstmal wurde das ein, zwei Jahre an der Genehmigung gehindert. Und dafür, weil er also alles dran setzen wollte, dieses Gaskraftwerk zu verhindern, damit die Kohle hier weiter einen Vorrang hat, hat er dann gesagt, okay, als Kompromiss kriegt ihr da wenigstens eine hohe Einspeisevergütung und Photovoltaik, dann seid ihr doch auch wieder zufrieden, dann kann das doch mal losgehen mit der Photovoltaik. Also so, da seht ihr auch manchmal, was da nachts für Kompromisse gemacht werden. Ja? So. Also der hohe Preis für die Photovoltaik ist eigentlich dem Clement Kohleambitionen zu verdanken. Und ihr seht aber, dass das dann sehr, sehr schnell nach diesem Prinzip, die Technik geht weiter, es wird hier verändert, ist die Einspeisevergütung für Photovoltaik sehr schnell runtergegangen. Und Anfang 2012 war dann auch bei kleinen Anlagen die Einspeisevergütung nur noch bei 24,43 Cent und bei Freiflächen bei 18 Cent. Und jetzt ist in diesem Jahr ist noch ein richtiger dicker Schluck dazugekommen. Wir haben also bei den kleinsten Anlagen, das sind die mit 10 kW, das sind ganz kleine Anlagen am Dach,
Da hatten wir am 1.4. noch eine Einspeisung von 19,5. Und jetzt 1.9. nur noch eine Einspeisevergütung von 18,55 Cent pro Kilowattstunde. Ja? So, die etwas größeren Anlagen liegen schon bei 17,5 Cent. Und die Freiflächenanlagen, ich hatte ja eine im Wahlkampf Dortmund besucht, die speist unter 13 Cent pro Kilowattstunde ein. Ja? So, wenn ihr bedenkt, wir waren eben bei dem Preis, den ein ganz normaler Mensch bezahlen muss, der liegt bei über 26 Cent, dann kann der oben auf seinem Dach, selbst mit der kleinsten Anlage, aber das sind eigentlich die üblichen bis 40 kW, kann der also viel günstiger seinen Strom produzieren und wird natürlich versuchen, jede Kilowattstunde, die er da oben produziert, selber zu verbrauchen. Dann muss er nicht den teuren Strom vom Energieversorger abzunehmen. Und damit bekommen wir jetzt einen totalen Drive, dass vor Ort dezentral der Strom, der produziert wird, auch verbraucht wird. Wenn jetzt noch die Speicher dazukommen, ein bisschen günstiger werden, dann haut man den Speicher noch dabei und dann ist man praktisch vollkommen unabhängig von seinem Energieversorger. So, und dann ist das ganze Gerede, aber da geht doch nur alles in die Verteilnetze und die Netze müssen ausgebaut werden, kriegt er eine ganz andere Entwicklung. Also genau diesen Trend muss man übrigens in den Szenarien mitdenken und das tut die DENA, die natürlich dann jetzt mehr Verteilnetze nicht so sehr anguckt, sondern die langen Übertragungsnetze, aber also auch das ist viel zu wenig im Fokus, dass wir viel stärker eine dezentrale auch Verbrauch von Strom bekommen werden, als das in der Vergangenheit der Fall war, durch die dramatisch gesunkenen Preise der Photovoltaik. Ja, also das ist natürlich ein Schub, so weit niedriger als der Preis für die Verbraucher. Und deshalb finde ich, muss der nächste Schritt sein, dass man bei Mehrfamilienhäusern sagt, die Leute, die da oben eine Photovoltaikanlage bauen, die müssen die Möglichkeit kriegen, dass die an die Leute, die dort im Haus wohnen, auch zu diesen Preisen zu verkaufen. Ja? So, dann kriegen wir nämlich die Photovoltaik auf die Mehrfamilienhäuser, gibt es auch nicht mehr Diskussionen, das sind ja nur die Ein- und Zweifamilienhäuser. Und dann könnten zum Beispiel Genossenschaften im sozialen Wohnungsbau oder sowas überall ihre Photovoltaikanlage draufbauen und dann hätten die Leute eben auch was davon. So, aber das wird durch viele, viele Punkte auch verhindert. Das wird erschwert und da könnte man aber auch Blockaden lösen und jetzt da sehr viel mehr tun. Ja, und das zeigt auch nochmal, wie die Entwicklung der Kosten und der Förderung ist bei der Photovoltaik, also dramatisch runtergegangen, immer total abgesackt mit der Photovoltaik. Das ist die EEG-Vergütung bei den größeren Anlagen und sind die Systempreise. Also wirklich systematisch runtergegangen. Hier sind die Zubauten und ihr seht, dass wir mittlerweile schon ganz schön was zubauen. Also 7,4 Gigawatt Peak. Das sind schon ordentliche Kapazitäten. Nun muss man natürlich auch wissen, dass die nicht rund um die Uhr laufen. Und ich gehe erst davon aus, dass auch in diesem Jahr ungefähr nochmal in dieser Größenordnung dazu gebaut wird. Also das kann man wahrscheinlich vermuten. Und das heißt natürlich, dass sehr viel dazu kommt. Und das bedeutete auch zum Beispiel, als wir letztes Jahr den Atomausstieg hatten und die 8 Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind, da haben wir den Strom von diesen abgeschalteten Atomkraftwerken zu 60% durch zugebaute Erneuerbare ersetzt. In einem Jahr allein durch 60% ersetzt. Also in 2 Jahren war das alles ersetzt. Ja? Und die Franzosen, die im Februar absolut Stromengpässe hatten und totale Abschaltung hatten, weil sie alles auf Atom fahren und in der Kälte haben die Leute ihre Heizung betätigt und da hat der Atomstrom nicht ausgereicht. Die waren angewiesen auf den Photovoltaikstrom aus Deutschland. Ja? Sonst hätten sie noch mehr Abschaltung machen müssen. Ja? Also von daher, und der Photovoltaikstrom speist ein natürlich wann? Möglichst in der Mittagszeit, wenn der Strom an der Börse sehr teuer ist und senkt dort den Strompreis, ja? Sodass für die Wirtschaft der Strompreis immer niedriger geworden ist. Das ist der Photovoltaik, insbesondere der Photovoltaik zu verdanken, aber teilweise auch der Windkraft. Ja, also RWI, ihr kennt es, sitzt direkt neben RWE und hat auch ähnliche Positionen. So, also die Studien von RWI, die verteufeln immer die erneuerbaren Energien, sagen, es ist alles viel zu teuer und die Photovoltaik sowieso. Und selbst RWI kommt jetzt mit den neuesten Zahlen dahin, da sieht man, 2010, ja, das immer auf 20 Jahre berechnet, weil 20 Jahre ist ja die Einspeisevergütung fest. So, und da waren die bei 2010, haben sie ausgerechnet, sind 30 Milliarden, die in 20 Jahren zusammenkommen bei der Kapazität, die gebaut wurde. Ja,
Dann im nächsten Jahr, 2011, ist genauso viel praktisch gebaut worden. Das waren nicht mehr 20 Milliarden in 20 Jahren, sondern nur noch 30 Milliarden, sondern nur noch 20 Milliarden. Also schon in einem Jahr 10 Milliarden weniger. In diesem Jahr, gehen Sie davon aus, wird ungefähr auch so viel gebaut, etwas mehr sogar, sind da nur noch 11 Milliarden. Und im nächsten Jahr, ungefähr auch noch mal so viel, sind das auf 20 Jahre berechnet dann nur noch 3,8. Ja? Und dann 2014 nur noch 0,6 Milliarden. Also Photovoltaik wird immer günstiger und immer günstiger. Das ist natürlich eine Riesengefahr für die großen Energiekonzerne. Wenn selbst RWI, ja, so die alles immer hochrechnen und teuer rechnen, eben dazu kommen, letztendlich zu sagen, pass mal auf, ab 2014 kostet Photovoltaik euch gar kein Geld mehr. Also neue Anlagen, die ab 2014 gebaut werden. Ja? Und da ist natürlich ein bisschen auch verrückt, dann die Anlagen zu stoppen, wie Altmaier das ja sozusagen im Kopf hat. Ja? Dann, wenn sie nichts mehr kosten, werden sie gestoppt. Und das viele Geld, was wir vorher gezahlt haben, ja, das sollte ja eigentlich gezahlt werden, damit wir die runterkriegen im Preis und damit sie irgendwann mal genau auf dem Level sind, wo sie jetzt sind. Ja? Also die blödste Wirtschaftspolitik, die man sich vorstellen kann. Viel Geld am Anfang reinstecken und dann, wenn sie wirklich marktauglich sind und gut sind und günstig sind, dann sollen sie nicht mehr gebaut werden. Ja, da gucken wir uns mal an, wer von den Ländern profitiert von der EEG-Umlage. Das sind hier diese 3,6 Cent, die dieses Jahr gezahlt werden. Und da sehen wir, dass Nordrhein-Westfalen erheblich weniger kriegt, aber noch nicht mal Schlusslicht ist. Aber interessant, also da sind die Stadtstaaten, die haben natürlich Probleme, also die haben nicht die ganzen Flächen. Und danach kommen die beiden Kohleländer, ne? Also Nordrhein-Westfalen und Saarland. Da sieht man schon, bei uns haben die 5 Jahre Schwarz-Gelb, die alles verhindert haben, waren 5 Jahre Rückschritt. Ja? Aber es ist natürlich auch diese Kohletradition, die macht es hier einfach schwerer, dass wir zugange kommen und dass wir was tun und dass wir investieren in erneuerbare Energien. Ja, und da vorne ist natürlich Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, aber auch Brandenburg, also nicht nur die Küstenländer, Bayern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, Thüringen. Also gerade Ostdeutschland hat sich da sehr stark reingehängt bei den erneuerbaren Energien und davon eben auch übermäßig profitiert. Entwicklung der Strompreise haben wir hier nochmal für die Verbraucher, liegen jetzt bei gut 26 Cent. Wir sehen hier, das sind die Industriestrompreise. Ja? Die waren hier bei 2010 bei unter 10 Cent und sind jetzt eher nochmal ordentlich gesunken. Die sind auch nach Fukushima nochmal gesunken, da kriegen wir gleich nochmal eine Grafik. Und natürlich ist die EEG-Umlage leicht angestiegen. Das ist klar, das haben wir auch vorhin gesehen. Durch den Ausbau der Erneuerbaren steigt die EEG-Umlage auch an. Ja, und das ist vielleicht nochmal wichtig, wer ist wirklich Kostentreiber, das ist das Öl. Der Ölpreis war mal so bei 10 Euro je Barrel oder ist dann hochgeschossen auf ungefähr 100 Euro je Barrel. Ist dann durch die Wirtschaftskrise wieder abgesackt, aber ist jetzt schon fast wieder auf dem Rekordniveau. Ja? Also das heißt, eigentlich ist der Ölpreis, die Ölheizung, der Spritpreis, das und natürlich über Gas hat es auch einen geringen Einfluss dann auf den Strom. Das ist der Preistreiber, der macht natürlich vor allen Dingen auch den einkommensschwachen Haushalten zu schaffen. Und deshalb habe ich hier nochmal, wir hatten nachgefragt, Energiearmut, wo sind die Beweggründe? Der Ölpreis hat sich erhöht von 2002 Euro je Tonne von 190 Euro je Tonne auf fast 600. Der Gaspreis hat sich nur in Anführungsstrichen gut verdoppelt, aber auch die Steinkohle hat um das 2,5-fache zugelegt. Also auch die Steinkohle steigt im Preis. Ja? So, und hier sieht man noch die Energiearmut. Hier 2005 hatten wir alle 100%, aber da sieht man zum Beispiel flüssiges Heizöl, das ist enorm angestiegen, hat hier den höchsten Wert mit 152. Also das ist die größte Belastung eigentlich bei den Verbraucherindexpreisen, was die Energiepreise angeht, das Heizöl. Strom und Gas ist da weit weniger relevant, aber ist auch durchaus relevant. Das soll man sich da nicht vertun. Ja, und die Erneuerbaren senken den Strompreis. Wenn man sich jetzt die unterschiedlichen Unternehmen anguckt, also Unternehmen mit einem Verbrauch von 13,2 Gigawattstunden im Jahr,
Die haben hier die gesamte EG-Umlage, die sie bezahlen. Und sie haben hier einen Merit-Order-Effekt, also einen positiven Effekt, der durch die Erneuerbaren verursacht wird an der Leipziger Börse. Und der ist hier schon null. Also das heißt, was sie für die EEG-Umlage zahlen müssen, wird ausgeglichen durch den Merit-Order-Effekt. Je mehr sie verbrauchen oder je größer ihr Anteil ist, also hier haben sie dann jetzt 25 Gigawatt pro Stunde, Stunden pro Jahr verbraucht, da haben sie schon einen positiven, eine Nettoentlastung. Und die ganz großen Energieintensiven, die ganz viel verbrauchen, die haben eine richtig starke Nettoentlastung durch die erneuerbaren Energien. Und da ist eigentlich die Frage, ist das wirklich nötig? Also, dass sie da keinen Nachteil von haben, darüber kann man auch diskutieren. Dass sie aber immer eine größere Nettoentlastung haben, dass sie also Profiteure der Erneuerbaren sind und dann immer noch scheinen, sie brauchen noch mehr Entlastung. Das geht natürlich nicht, weil am Ende zahlen das, sind das übertriebene Subventionen, auch Mitnahmeeffekte. Und das müssen am Ende die Verbraucher zahlen. Ja? Und hier, wie funktioniert das, dass die Erneuerbaren den Strompreis an der Börse senken? Die Energiebörse funktioniert so, dass man eine Nachfrage hat und dass dann viele Kraftwerke hier einspeisen. Erstmal diejenigen, die abgeschrieben sind, wo wir auf andere Art und Weise schon das ganze Geld bezahlt haben, also Kernkraftwerke, Braunkohlenkraftwerke, Steinkohlenkraftwerke. So, und dann hat man vielleicht immer noch nicht die Nachfrage befriedet, dann kommen Gaskraftwerke dazu und am Ende sind teuersten das Ölkraftwerke. Ja? So, und wenn dann gesagt wird, okay, die letzte Kilowattstunde, die nachgefragt wird, ist jetzt da, dann guckt man, welches Kraftwerk hat diese letzte Kilowattstunde geliefert, guckt, welchen Preis hatte die geliefert und diesen Preis kriegen alle anderen. So, das heißt, diesen Preis, obwohl sie viel niedrigere Kosten hat, kriegt auch das Kernkraftwerk, das Atomkraftwerk. Und das ist sozusagen der Benefit, den die großen Atomkonzerne haben, warum sie einfach auch sagen, ja, das ist ja richtig total bescheuert, dass die Photovoltaik jetzt diesen Preis hier drückt, weil dann ist ja unser Gewinn nicht von den Kosten bis dahin hoch, sondern unser Gewinn ist nur noch bis dahin. Ja? So, wir kriegen ja jetzt viel weniger, weil die Photovoltaik unsere Gewinne drückt. Das ist das, was Grossmann auch gesagt hat. Die Photovoltaik hat ihm, sagt er auf der letzten Pressebilanzkonferenz, die Gewinne verhagelt. Ja? Das ist dieser Effekt. Und das kann natürlich auch durchaus die Windkraft sein, wenn die da mal reinhaut. Ja? Dann haben wir ja sogar die Situation, dass praktisch der Preis an der Börse null ist, ja? Weil die Windkraft den gesamten Strom liefert, der in Deutschland benötigt wird. Ja, und das sind die Strompreise. Ihr seht, wir hatten einen Riesenanstieg. Also das ist hier, wir gehen hier immer von diesem Moment aus. Und das ist hier das Grüne hier unten, das ist der Spotmarkt. Das ist das, wenn man sich sozusagen an der Börse an diesem Tag jetzt den Strom kaufen will. Und hier, da hatten wir Fukushima. Und ihr seht da noch nicht mal einen großen Ausschlag. Ja? Also Fukushima hat selber am Spotmarkt praktisch gar nichts bewirkt. Das hier alles, diese Linien, das sind die, also weil die Leute können natürlich auch sagen, so ein Energieversorger kann nicht sagen, ich kann mich immer noch am Spotmarkt bedienen, nachher steigt der Preis so stark, ich muss also Termingeschäfte machen, also ich muss jetzt schon für 2011, für 2012, 2013 einkaufen. Und das sind hier die Linien für 2011, 2012, 2013, aber ihr seht, auch die gehen immer weiter runter. Ja? Das heißt, hier hatten wir noch einen Strompreis an der Börse von gut 9 Cent und mittlerweile und hier auch von 9 Cent im Spotmarkt. Und mittlerweile haben wir unter 4 Cent an der Börse im Spotmarkt und in den Termingeschäften liegen wir ungefähr bei unter 5 Cent. Ja? Also die Preise sind total gesackt in Deutschland, aber die für Verbraucher sind total gestiegen. Ja? So, und das ist eine Unwucht, weil das war natürlich in anderen Ländern nicht. Das haben auch die Erneuerbaren hier bewirkt. Und das muss man eben in irgendeiner Weise korrigieren. Das heißt, an diesen positiven Effekten müssen eigentlich die Leute profitieren, die für die Erneuerbaren auch die Umlage zahlen. Ja? So, und das haben wir nochmal in unserer Studie, die sogar die Bild-Zeitung aufgegriffen hat. Also wir haben ja gesagt, 3 Milliarden werden zu viel bezahlt, 2 Cent sind das, die zu viel von den Verbrauchern gezahlt werden. Und da sieht man schön, wie die Preise auseinandergegangen sind. Also hier war so ein Preisindex, 2008 oder eben hier haben die sich da mal getroffen in 2008, 2009 und man sieht, der Verbraucherpreis ist immer höher gegangen, immer höher und der
der Strompreis, das sind sozusagen die Sondervertragskunden, das sind also halt die normalen Wirtschaftskunden, sind nicht nur die großen Unternehmen, sondern viele Mittelständler auch schon, größere Mittelständler, der ist sogar gesackt, ja, der ist unter den Ausgangswert gesackt, wohingegen der Verbraucherpreis immer weiter auseinandergegangen ist und die Schere war mal weit beieinander. Ja. Ja, also unsere Studie sagt aus, 2 Cent werden zu viel bezahlt, der gesunkene Börsenpreis wird nicht weitergegeben, die gestiegenen Einkaufspreise wurden stets an die Kunden weitergegeben, aber die gesunkenen nie. Ja, das ist immer so das Prinzip. Wenn die Preise steigen, steigen auch die Verbraucherpreise. Wenn sie sinken, dann behält das der Energiekonzern, die 4 großen Energiekonzerne ein. Und die Stromrechnung der Verbraucher sind derzeit ungefähr 3 Milliarden Euro zu hoch. Also 3 Milliarden zahlen die Verbraucher zu viel Geld, sind zusätzliche Gewinne der großen Energiekonzerne. Ja, und die Zahl, also das sind die Haushaltskunden, die liegen hier bei 26 Cent. Das sind Industriebetriebe mittlerer Größe und das sind stromintensive Betriebe. Ja, also ihr seht, dass die auch von nahezu allen Steuern, Abgaben befreit sind, selbst Netzentgelte sollen sie jetzt befreit werden, das ist wirklich Quatsch. Ja? Also die Infrastruktur, die sie am meisten benutzen, ja, für die Infrastruktur müssen die anderen zahlen, die sie weniger benutzen und die Hauptbenutzer, die können das alles umsonst bekommen. Ja, und weitere Ausnahmen kommen immer weiter dazu. Also wir sind mittlerweile bei Subventionen von 9 Milliarden Euro pro Jahr. Also das ist der FDP-Mensch, der immer sagt, er ist gegen Subventionen. Ja, der hat die Subvention enorm erhöht. Und das bedeutet, dass die EEG-Umlage mittlerweile mit 2,5 Milliarden belastet wird. Und im nächsten Jahr werden es sogar 4 Milliarden Euro sein. Das war der Punkt, dass wir gesagt haben, die Hauptpreistreiber bei der EEG-Umlage sind die zusätzlichen Subventionen. Die steigen nämlich dramatisch an. Das belastet die anderen. Von 2,5 Milliarden auf 4 Milliarden wird das EEG im nächsten Jahr belastet. Ne? Allein durch zusätzliche Subventionen. Und das ist einfach nicht mehr gerechtfertigt. Also ich sag mal Trimet, okay, ja, die brauchen da auch eine entsprechende Entlastung, aber nicht jeder, der so ein bisschen, also die Grenzen sind ja auch total runtergenommen worden. Früher waren es 10 Gigawattstunden, heute sind es nur 1 Gigawattstunde, wo man sich befreien lassen kann. Ja, und das bedeutet natürlich immer mehr Unternehmen. Wir haben mit unserer kleinen Anfrage rausgekriegt, dieses Jahr haben über 2000 Unternehmen Anträge gestellt. Zu unseren Zeiten, Rot-Grün, waren das mal gut 200 Unternehmen. Ja, also von daher ist es einfach so, dass da die Ausnahmen überborden. Und das sieht man hier auch, die selbst in der Regierungszeit, wo wir gar nicht mehr dran sind, ja, ist die Zahl der Ausnahmen total gestiegen. Hier war die Ausnahme, die Zahl der Anträge gestellter 400, jetzt sind es über 2000. Und die Zahl der Betriebe, also der Abnahmestellen, steigt dann nochmal stärker an. Ja, das ist die eigentlich eine sehr wichtige Folie. Das wird nämlich das nächste sein, was wir machen. Wir sagen, wo hat die schwarz-gelbe Regierung immer weiter gemacht, immer weitere Ausnahmen, die wir nicht mehr bereit sind zuzulassen. Und deshalb sagen wir hier, was könnte man einsparen? Was können wir einfach einsparen und damit die Kosten reduzieren? Da gibt es im EEG die unsinnige Marktprämie, die hat nur einen tollen Namen, aber sind nur Mitnahmeeffekte für Windkraftbetreiber, könnten wir 200 Millionen sparen. Eigenstromnutzung werden in einer Höhe von 0,5 Cent an der EEG-Kosten beteiligt. Ja? Da sagen wir, das geht nicht, wir können die nicht alle ausnehmen. Da können wir sparen. Große Unternehmen machen Gewinne durch das EEG. Das hatte ich eben gesagt, durch diesen Merit-Order-Effekt. Auch da, den wollen wir jetzt im Prinzip denjenigen, die zahlen müssen, zugutekommen lassen. Mehrere tausend Unternehmen sind in großen Teilen befreit von der EEG-Umlage, was zu stark ist. Auch hier 400 bis 500 Millionen Euro und dann nicht nachvollziehbar, dass zum Beispiel Braunkohlenproduktion, Exxon, Mobil und so weiter oder die wettbewerbsintensive, also nicht wettbewerbsintensive Zementindustrie alle ausgenommen sind. Ja? Also Zement kann man nicht nach irgendwie China transportieren, ist viel zu schwer. Ja? Die sind gar nicht im internationalen Wettbewerb. Also da gilt auch das Argument, jetzt fallen Arbeitsplätze weg, weil die alle so viel zahlen müssen. Das gilt einfach bei der Zementindustrie nicht. Also da sehen wir nicht ein, warum da Ausnahmen sein müssen.
Und die Netzentgelte, von denen jetzt alle befreit werden, die sehen wir auch nicht ein. Wir kommen da ungefähr auf 2,5 Milliarden, die wir allein mit diesen Positionen die Kosten senken könnten. Ja? Und das ist schon eine Menge, weil das ist ungefähr ja schon das, was an zusätzlicher EEG-Umlage gezahlt werden soll. Ja, wir haben das Ganze mit Studien gemacht, kleinen Anfragen. Dadurch ist jetzt, glaube ich, auch rausgekommen, dass es so viele Ausnahmen der Industrie gibt. Und wir haben das, glaube ich, ganz gut dadurch klargemacht. Vielleicht muss man eins hier noch sagen. Es geht wahrscheinlich darum, dass die EEG-Umlage von 3,6 auf 5,7 steigt, 5,3 steigt. Wobei dieses Jahr Röttgen keine Erhöhung haben wollte. Und eigentlich hätte dieses Jahr schon die EEG-Umlage um 0,5 Cent steigen müssen. Das heißt, nächstes Jahr wird diese Umlage, die dieses Jahr zu klein war, nochmal draufgeschlagen. Das heißt, diese 0,5 Cent sind zweimal drauf. Und das ist hier der Unterschied. Das heißt, ohne diese, ich sag mal, verspätete Erhöhung der EEG-Umlage durch Röttgens falsche Politik, wären wir jetzt schon bei 4,1 und würden halt die Erhöhung dann auf 4,8 machen. Aber jetzt müssen wir diese 0,5 Cent wahrscheinlich nochmal draufhauen, aber nur ein Jahr. Danach fällt sie ja wieder weg, weil sie doppelt hier berechnet wird. Ja, unsere Schritte, Industrie ist im Fokus, EEG entschlacken, neues Marktdesign, gerade auch durch Photovoltaikanlagen. Und die Geschenke von Schwarz-Gelb müssen zurückgenommen werden. Und was wir nicht zulassen wollen, ist, dass die Länderambitionen ausgebremst werden. Das ist ja jetzt der Weg von Altmaier, der sagt ja, die Länder dürfen nicht mehr zubauen. Ja, alles wird zu teuer, jetzt dürfen die Länder nicht mehr zubauen. Das ist ja total verrückt. Gerade die Windkraft, die so günstig ist, ja, die jetzt in den südlichen Ländern mit 8 bis 9 Cent vergütet wird, die will er sozusagen die Photovoltaik, also die günstigsten, die will er stoppen, damit die Windkraft auf dem Meer, die viel teurer ist, doppelt so teuer ist oder die Biomasse dann irgendwie ausgebaut wird. Also der weiß auch nicht, was er redet. Ja? So, natürlich müssen wir den Einspeisevorgang erhalten. Das ist das Herzstück des EEG, das müssen wir wirklich verteidigen. Ja, das war's. Ordentlich viel Fakten, viel, wahrscheinlich eine Menge Fragen danach. Ich habe ja nur einen ganz kleinen Teil der Energiepolitik euch vorstellen können, aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Dankeschön.